Was geht ab, meine kleinen Freunde? Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge The Walking Dead Saints and Sinners. Und ich erkläre euch mal ganz kurz, was wir heute machen. Wir hätten als erste Aufgabe und als einzige Aufgabe eigentlich vor, Casey von dem Schlüssel zu erzählen. Ich knabber mir das mal eben rein. Köstlich. Aber ich habe was gesehen, und zwar Folgendes. Wir haben in Via Corolla keine Herde, eine Medizinkiste und versteckte Nahrung. Das heißt, dreifach Bonus. Wenn wir uns das durch die Lappen gehen lassen, dann sind wir dumm. Weil das Ding ist, wir können dann zwei Spots suchen, wo wir guten Stuff abgreifen können und müssen nicht auf die Zeit achten. Ich schlage deswegen also vor, wir werden uns jetzt direkt nach Via Corolla begeben, dort looten, was das Zeug hält, das wegfetzen, was wegzufetzen ist. Dann kommen wir nach Hause und wenn dann unsere Lampe leuchtet, schauen wir, was May von uns möchte. Ansonsten erzählen wir Casey natürlich von dem Schlüssel. Also, meine lieben Freunde, ich würde vorschlagen, es geht jetzt einfach direkt los. Wir sind rucksacktechnisch gut ausgestattet, wir haben die Pumpgun dabei, wir haben zwei Bögen, einen angenutzten und einen nagelneuen. Wir haben unser Straßenschild Hackebeil eingepackt und natürlich die 9mm, eine im Holster und die andere im Rucksack. Wie sich das gehört, wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet. Zwei Verbände habe ich, glaube ich, noch einmal so eine... so ein Eingeweide-Päckchen von so einem Zombie, falls doch eine Horde kommen sollte, aber das werden wir diese Runde nicht brauchen. Kräutermedizin, solche Sachen, alles, was wir so zum Überleben in der Wildnis benötigen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir vielleicht, weil... Na, wo ist er? Wir haben noch diesen Schlüssel und ich bin nicht sicher, wo der genau hingehört. Deswegen würde ich sagen, wir checken einmal die Karte ab und werden natürlich die beiden Häuser nochmal durchgehen und ja, schauen, was wir uns alles so reinschnabulieren können. Deswegen düsen wir jetzt erstmal los und schauen, was sich alles so Leckeres holen lässt. Das ist das gelbe Haus. Wäre natürlich gut, wenn wir noch ein paar Boxen organisieren können. Hier sind die goldenen Löwen. Da hatten wir auch was von. Wir hatten, glaube ich, noch einen Code für dieses Haus. Das finden wir hier unter Codes, natürlich. Golden Lions, das müsste hier drin sein. Und da bin ich nicht sicher, ob wir den schon benutzt haben. Deswegen, let's go! Da keine Herde kommt, sind wir, glaube ich... Soweit eigentlich können wir die ganze Sache nämlich dann gechillter angehen. Da hinten ist schon einer. Ja, komm, wir pusten einfach alles weg. Wir pusten einfach alles weg. Sollen wir oben reinklettern? Hier war doch sonst so eine Braut drin. Schade. Die wurde wahrscheinlich schon weggeknabbert. Gut, wir gehen hier unseren üblichen Weg, so wie wir... beim ersten Mal auch hier reingekommen sind. Genau, hier war der... Ich glaube, hier waren wir aber schon. Nee, Quatsch, dann wäre der ja grün. Wie war der Code? 4742. Ich sehe den Knopf gar nicht, ey. 742. So. Tatsache, wir waren echt noch nicht hier. Schachtelkippen. Gebt mir doch die blöde Lampe. Was haben wir denn hier? Herstellung für Samedi's Hand. Okay, was auch immer das sein wird. Claws. Kann das sein, dass das diese Krallen sind, die wir schon mal gefunden hatten? Kann das sein? Ich glaube ja. Weil soweit ich weiß, ist jede findbare Waffe auch irgendwann selbst herstellbar. Ja. Wir gucken natürlich wieder, dass wir guten Stuff einpacken. Aber das sage ich, glaube ich, bei jeder Session. Und dann nehme ich doch alles mit.
Gut. Hier wären wir erstmal durch. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht runterfalle. Ja. 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 Wow. Free Climbing sein Vater, Alter. So, hier kann ich runterspringen. Ich bin noch geduckt. Okay. Heißt also, das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon. Ja, ich habe keinen Bock, jetzt meine Waffe hier zu benutzen. Deswegen gehen wir einfach außen, vorne. Ups, ich hab's einfach fallen gelassen. Egal. Egal. Gehen wir jetzt vorne durch den Haupteingang. Ich meine, was wollen die machen, ne? Das hacken wir natürlich durch. Alter! Alter! Ey, das wird wirklich immer mehr von Runde zu Runde, ne? Also von Tag zu Tag. Alter Schwede, so viele habe ich auf einem Haufen aber noch nie gesehen. Behaupte ich jetzt mal ganz frech. Die Vorräte werden ja natürlich auch knapper, aber wir wissen ja, dass wir hier wirklich was holen können. Da wir ja zweimal, also eine, also eine Medizinbox sollen wir hier wohl irgendwo finden. Und eine, ja, einmal versteckte Nahrung. Und die werden wir uns natürlich einverleiben. Boah, ich nehme die ganze Kohle mit. Wenn ich nichts Besseres finde, nehme ich die Kohle mit. Dann machen wir richtig auf Pimp zu Hause. Das ist natürlich nicht sinnvoll, was ich gerade mache. Ne? Für die, die auch aktuell das Spiel spielen oder wie auch immer, lasst das scheiß Geld da. Das braucht kein Mensch, es sei denn, ihr habt genug Vorräte von allem anderen. Dann könnt ihr es natürlich gerne mitnehmen. Aber wenn ihr sagt, nö, ich bin knapp bei, an Materialien, knapp an Loot. Digga, du hast richtig einen fahren lassen, Alter. Guck mal, wie das, der qualmt sogar noch. Das war ein brutaler Furz, mein Freund. Ja, so siehst du auch aus. Er hat sich einfach das Hirn rausgeschissen. Ha! So. Hier ist tatsächlich gar nichts. Gar nichts. Ich habe von einem... What? Von einem Zuschauer, der sich das hier reinzieht, eine Frage gestellt bekommen. Und zwar, wo die Sachen landen, wenn ich... Also wenn wir so ein Rezept finden, um Sachen zusammenzubauen. Die nehmt ihr einfach nur auf, so wie ich gerade das Heftchen da... Die werden einfach nur aufgenommen und dann erscheinen die bei euch an der Werkbank. Also für die, die den Kommentar vielleicht überlesen haben oder übersehen oder wie auch immer oder gar keine Kommentare lesen, weil sie per Handy zuschauen oder wie auch immer. So funktioniert das Ganze. Wie gesagt, ihr nehmt das nur einmal in die Hand und dann habt ihr schon. Blöde kleine Bitch. Man erschreckt sich so brutal, ne? Leute, das könnt ihr euch echt nicht vor... Also, wenn man es nicht selber spielt und da kommt so eine Missgeburt durch die Ecke, durch die Tür gerammt, ne? Das ist erstmal, ist das todeslaut. Und zweitens kommt das so überraschend. Man hört die zwar atmen und alles. Ah, das ist gut. Dann kann ich mir ein paar Gedärmchen holen. Ich habe ja gerade eben noch ein Messer aufgehoben hier. Wo war das? Da, wo wir das Rezept gefunden haben. Deswegen packe ich mir ein paar ein. Na. Ja, das dürfte erstmal reichen. Ne? Ist natürlich für das, was kommen wird, eventuell sehr brauchbar. Okay, hier wäre nur der Eingang gewesen. Ja, Rest brauchen wir nicht. Alles klar. Ich glaube, unten haben wir durch. Das ist schon der nächste. Ich gehe hoch, die denkt so, ach, chillig, Tag der offenen Tür, ich gehe mal rein. So. Ja, ja, warte, lass mich erstmal gucken hier. Kommt bestimmt jetzt direkt hier hoch, ne? Okay, hier hinter der Tür ist auch noch was. Ja, komm. Komm. Komm.
Das Teil gefällt mir. Also wirklich. So. Hier ist der nächste. Die hat man. Manche hört man echt schon aus 40 Kilometer Entfernung. Ich weiß, dass hier hinter auch einer ist. Mit dem haben wir mal eine kleine Kissenschlacht gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich aber auf jeden Fall schon. Nee, hier ist keiner. Okay, also die spawnen nicht immer an den gleichen Orten. Anscheinend. Wir looten alles, ne? Ein bisschen Medizin mit, falls jemand gleich fragt. Die eine Bandage habe ich jetzt auch nur eingepackt, falls gleich jemand fragt, der es brauchen könnte oder so. So, hier ist noch eine Menge Cash. Dekadenz, Leute, Dekadenz. Klar, wenn ich gute Sachen finde, werde ich das Geld rausschmeißen. Aber alles, was ich jetzt so mitnehmen kann an Zeug, das packe ich mir auch ein. Wir machen mal was. Ich glaube, die hat uns gesehen hier. Die da. Die wird jetzt hier durchlaufen, da kommt die Treppen hoch. Blöde Kuh, ey. Na gut. Komm. Da ist schon einer. Aber wir haben ja unser frisches Beil. Das gefällt mir übrigens endgut. Oh, das ist doch hübsch. Oh nein. Also, ey. Mann, was ist denn los hier? Also, Geld raus. Geld raus. Beutekisten. Ah, da ist noch eine. Beutekisten rein. Boah, diese Lampe, ne? Die hält auch einfach immer nur für 15 Sekunden, so gefühlt. Aber noch eine. Haben wir noch irgendwas? Oh, hier nicht wirklich. Ja, Munition ist immer gut. Munition ist immer gut, ich glaube. Ich glaube, an sich sind wir hier durch. Ah, da ist die blöde Kuh doch. Habe ich doch gesagt. So. Dann wollen wir mal weiter. Da ist wieder Munition. Nee, das ist keine Munition. Das sind Frühstücksflocken. Ja. Es wäre so gut, wenn man sich nicht ducken müsste und trotzdem. Also wenn man sich wirklich. Kann man das? Nee. Und trotzdem unten die Schubladen aufmachen könnte. Das wäre richtig nice. So, nicht wirklich was Besonderes dabei. Kippen. Ein Minzbonbönchen. Wir haben aber noch ein anderes Haus. Wo wir auf jeden Fall gleich noch durchgehen werden. Ja gut, jetzt packe ich schon wieder sinnloses Zeug ein. Alright. Ich glaube, das Haus haben wir dann soweit. Ich gucke immer hinter dieses Bett. Ja. Ich höre schon wieder was. Shit. Ich versuche immer die Dinger durchzuschneiden, weil die geben uns auch Schaden. Okay, die mit ihren Helmen, die können auf jeden Fall gut was wegstecken. Woher die Kraft? Diese Dinger, die mit den Fliegen drumrum, die muss man immer möglichst schnell erledigen, weil die einen vergiften. Boah, wie viele seid ihr denn hier, Mensch? Komm. Alter. Okay, ich dachte, das wäre was anderes, aber es war nur eine Flasche. Alright, erste Haus haben wir erledigt. Guck nochmal auf die Karte, wir sind hier, wir gehen hier lang. Nicht über die Hauptstraße. Falsch.
Naja, nicht ganz. Wir können auch hier rumgehen und dann hier durch die kleine Mauer. Und dann müsste hier auf der linken Seite gleich so ein Durchgang folgen. Ein Durchgang folgen, genau hier, wo wir dann durch können. Ne? Hier so ein kleiner Putt. Natürlich immer auch, ob wir irgendwie einen sehen, der Hilfe benötigen könnte. Medizin oder solche Sachen, weil da gibt es natürlich auch immer so Lootboxen für. Da ist jemand. Sie wollte mich beklauen. Sie hat gesagt, dein Essen oder dein Leben. Und keiner fickt mit mir. So. Also die sind mir natürlich nicht sehr willkommen, ne? Diese Leute, die da anfangen, die anderen auszurauben. Ich helfe ja jedem. Ne? Sie können mich ja fragen und ja, wenn sie aber das Spiel. Also das Spiel, das kann ich auch. Okay, die Knarre fängt auf jeden Fall schon gut an zu klemmen. Die ist auch nicht mehr sehr lang lebendig, so wie die beiden Kollegen hier. So. Also die versteckte Nahrung haben wir noch nicht. Fuck. Ein Sprengpfeil verschwendet, weil ein Headshot zählt bei denen auch. Genauso wie bei allen anderen, die man so wegmachen kann. Pass auf, wir gehen hier unten durch, dann oben rüber. Und dann schauen wir mal, weil es kann natürlich sein, dass die Nahrung hier in dieser Garage drin ist. Da ist doch Medizin. Ha. Haben wir das schon mal. Ach, ich bin voll. Okay. Bisschen Geld raus. Diese Kohle einfach. Ja. Ja. Also ich nehme auf jeden Fall den guten Verband mit. Den anderen Stuff, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Aber das Teil. Das Teil auf jeden Fall. Den Roboter, den zwacke ich mir auch ab. Ist das Instant-Nudeln? Nö. Weil soweit ich weiß, werden wir damit später diese Bomben bauen können. Die halt Gegner anlocken. Nicht das, das. So. Nicht essen. Alright. Da ist Muni. Das wollen wir natürlich auch. So viel, wie wir aktuell verbrauchen davon. Die Axt hätte ich mir gerne... Ich dachte, da hängt einer. Ist nur die scheiß Leiter. Die Axt hätte ich mir gerne mitgenommen, aber wir haben ja noch die Pumpgun hier. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal liegen. Und wir klettern hier hoch. Upsa, upsa. Ja. Muss auch greifen, Kollege. So, ich glaube, hier außen müsste noch einer sein irgendwo. Ich höre zumindest jemanden atmen. Okay, also Medizin haben wir schon mal gefunden. Es müsste irgendwo noch Nahrungsmittel Vorräte geben, da ist schon wieder einer drin. Okay. Wir können tatsächlich mit der Knarre auch die Bretter kaputt machen. Das war mir aber neu jetzt. Also tatsächlich. Ich wollte eigentlich nur auf mich aufmerksam machen. Ein paar Geräusche machen, damit der Typ abgelenkt ist. Und hier hinläuft. Ja komm, davon brauchen wir auch nicht so viele. Aber die. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Nix. Muni immer gut. Das ist noch so ein popliger weißer Verband. Boah, ich höre den Ficker schon. Wäre natürlich gut, wenn das hier das Haus wäre, wo wir den Schlüssel benutzen können. Ich weiß tatsächlich wirklich nicht mehr, wo das war, ne? Also, leider Gottes, habe ich keinen Schimmer. Ich merke mir sowas nie. Ich meine, wie ich schon mal erwähnt habe, ne? Orientierung ist da. Aber
Ja klar, einfach liegen lassen oder was? Gut. Aber wo ich welches Haus stehen habe oder wie auch immer, das merke ich mir irgendwie nie. Keine Ahnung, das ist so eine... Nicht wirklich meine Stärke. Hier, der qualmt auch, Alter. Habe ich hier gerade einen Furz raus. Kennt ihr... Guck, wenn ihr South Park guckt, ne? Kennt ihr das? Diese Folge, wo sich die Leute einscheißen ein letztes Mal, wenn die sterben. Und das dann einfach komplett übertrieben ist die ganze Zeit. Ich liebe es. Da ist die Nahrungsmittelbox. Wir haben sie. Alter Vater. Alter Vater, hier ist ja ordentlich. Ja, was nehmen wir mit? Na, ein bisschen Geld brauchen wir schon. Ein bisschen Geld nehmen wir mit. Einfach nur für den LOL. So, ja, nee. Ich nehme gar nichts mit von dem Scheiß. Weil, wozu? Was ist da drin? Proteine, ein bisschen Gewürze. Warum? Zucker, Ballaststoffe. Warum sortiert der mir das denn jetzt so? Brauchbares Metall bei. Ja, komm. Aber das sind einige. 4 Stück. 5. Gambo. Gesundheit plus 25. Ja, das haben wir aber eigentlich schon benutzt. Bevor wir losgegangen sind. Das ist das, was ich mir gerade reingeknabbert habe, als ich euch begrüßt habe. Nun ja, dann schauen wir dennoch ein bisschen weiter, weil Munition und so, ne? Und es kommt halt keine Herde. Horde, Herde, wie auch immer. Deswegen können wir einfach hier ein bisschen rumlaufen. Und etwas erkunden. Und ich will das Haus natürlich komplett durchsuchen, weil hier natürlich auch der Safe drin sein könnte. Oder was auch immer da kommen mag, wenn wir den Schlüssel benutzen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir oben komplett durch sind. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt rausführt auf diese Dachterrasse. Doch, das tut's. Irgendwas Metallmäßiges. Komm, wir probieren mal diese Dinge aus. Ich höre da einen. Ah, die laufen direkt dahin. Ich weiß jetzt nicht, ob die dadurch aktiviert werden oder nicht, weil das ist eigentlich so eine Art Bewegungsmelder. Ne? Okay, hier sind wir durch. Ja gut, dann ist eigentlich nur noch unten zu erkunden. Unten zu erkunden! Great. Ja, haben wir. Ja, haben wir alles. Alright, dann let's head downstairs. Und ich glaube, da unten wird auf jeden Fall ein bisschen mehr abgehen als hier oben. Da ist schon wieder so eine Leine. Natürlich kurzerhand entferne. Frage ist jetzt, schade, dass man nicht durch die Fenster gucken kann, ne? Frage ist jetzt, ist das hier der Hauptausgang, Haupteingang, oder ist das hier die Tür? Ich höre dahinter schon wieder was. Aber einen ganzen Haufen. Wir sind ready, oder? Huh? Entschuldigung! Wo sind denn die Zombies? Okay. Alter Schwede, die hat mich richtig überrumpelt. Wisst ihr was? Psst. Wir machen mal was. Du kannst herkommen. Ihr könnt herkommen. Ich wollte nur den einen da. Nur den da. Der ist gefährlich. Der Rest geht klar. Ich glaube. Oh Mann. Das ist richtiger SM-Shit, Alter. Was war das hier? Ein Darkroom oder was? Naja. Gehörte wohl dir, ne? Ja. Ich sehe die Übergangsschweißnaht hier. So. Dann ist ja soweit alles cool.
wir schauen weiter. Vielleicht finden wir noch mehr Boxen. Dann sind wir aber auf jeden Fall extremst gut vorbereitet auf alles, was da kommen mag. Nichts. Nichts. Ja, komm. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Hier vielleicht irgendwas. Boah, ich bin so froh, dass ich nicht durch die eine Tür gegangen bin, ne? Die hätten mich komplett gebumst, ey. Na komm schon, gib mir noch was. Wir sind doch hier zum Looten, Mensch. Überall nur Schrott drin. Ist da was? Ich nehme so eine Eieruhr mit. Aber was lasse ich hier? Ich versuche immer so viel verschiedene Sachen wie möglich mitzunehmen. Klar, außer bei den Lootboxen. Ne? Da ist ja... Oh, das ist auf jeden Fall dieses Soft-Close-Mechanismus hier. Waren die bei Ikea? Ist das komplette, ist die komplette Einrichtung von Ikea hier, oder was? So, so, leer, leer. So, so, leer, leer. Mann, ey. Kommt noch irgendwas richtig Geiles. Eieruhr. Nee. Gönnt nicht. Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Haben wir irgendwas, was ich dagegen eintauschen würde? Ja, Geld. Hab nämlich hier noch eine Pistole gefunden. Eine abgenutzte zwar, aber ist egal. Die nehme ich mit, weil die können wir später gegen verbesserte dann verbauen. Also die Materialien, die da drin sind. Dann ist das auch nicht so teuer. Gut, das haben wir. Hier ist mit Sicherheit der Haupteingang, deswegen gehen wir da noch nicht lang, sondern benutzen alle anderen Türen. Hier ist eine so eine Kommode. Okay, also diese Engel, ich habe nachgelesen, diese Engel, da muss man in jedem Teil des Spiels muss man eine finden, dann bekommt man eine Trophäe dafür, also für die Leute, die das Spiel auch spielen, die zuschauen, holt euch die alle. Ja? Wenn ihr da in dem Spiel Platin haben wollt. Kleiner Tipp von mir. So, so. Nix, nix. Okay, ich würde fast behaupten, dann wären wir erstmal hier fertig. Schade, das war nicht das Haus. Also, ich behaupte jetzt mal felsenfest, dass wir Via Corolla jetzt komplett durch haben. Weil wir den Safe jetzt geöffnet haben, wir sind hiermit fertig. Und ich behaupte, dass wir sonst alles andere... Also sonst gibt es hier nichts mehr zu holen. Das ist die komplette Moral von der Geschichte. Deswegen sind wir jetzt erstmal durch hier. Ich höre schon wieder ein. Zwei. Was vibriert ihr da euch dahin zurecht? Warte. Mir ist meine Munition runtergefallen. Ach, ich muss erstmal alte Magazin raus. Dankeschön fürs Warten. Was tun denn da, Alter? Ja, Leute, wir sind fertig hier. Schauen wir nochmal auf die Karte. Was wir machen könnten, wäre hier einmal hingehen und gucken, ob sich da einer versteckt hat. Ansonsten alles andere hätten wir von den anderen Seiten auch gesehen. Was ist denn das? Sheriffstern. Okay. Da kann ich kein Ninja-Scheiß mitmachen. Alter. Warte kurz. Wie nett. Habt ihr das gesehen? Sie noch so... Chillt einfach. Digga, dich hat keiner eingeladen. Jetzt erstmal schön Beil in die Stirn, Mann. So. Den will ich nicht.
Okay, wir gehen jetzt einmal gerade durch und dann gehen wir hier raus und dann sind wir hier erstmal fertig und dann würde ich sagen, quatschen wir mal mit Casey, erzählen ihm von dem Schlüssel und schauen uns dann an, was noch zu erledigen wäre. Ja, das ist hier durch. Vielleicht ist da ja noch jemand. Hallo? Hallo? Ich gehe jetzt mal auf grob hier nochmal durch, nochmal entlanglaufen. Weil hier ist ja das Haus mit den Löwen. Okay, hier ist nichts und niemand. Ich will so einen Zombie damit slappen. Hey, du! Kann ich den mit beiden Händen halten? Slap! 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 Ist das geil. Warte. Verpasst dir erstmal schön eine andere Frisur. Okay. Hier ist auch niemand. Das ist hier die Nische, wo ich eben erwähnt habe, wo wir hingehen wollten. Hier. Deswegen, wir gehen jetzt einmal hier links um die Ecke und dann fahren wir erstmal nach Hause. Sonst gibt es hier leider nichts mehr und unnötig unsere Waffen zerstören. Hier wäre einer. Ich guck nochmal, ob da vielleicht... Ah, nee, Quatsch. Piss dich, ey. Ach ja. Okay, die gibt echt den Geist auf gerade. Die werden wir auf jeden Fall einschmelzen, wenn wir dann gleich zu Hause sind. Ja, da war gefühlt eine 5-Minuten-Runde. Aber wir haben geiles Zeug gefunden. Also würde ich sagen, ab nach Hause. Samedis Hand. Und vorne stand Claws. Ich glaube tatsächlich, das sind wirklich diese Krallen, Wolverine, Motherfucker, Handaufsätze da, die wir mal so gefunden haben, die aber leider schon fast kaputt war. Ja, das habe ich auch gemerkt mit den Helmen hier. Super Information. Das ist, ja, ein bisschen spät, Kollege. Ein bisschen spät. Ja, zu den Krallen nochmal. Ich würde sogar vorschlagen, wir bauen uns dann einfach eine, falls es die sein sollten. Und packen das Beil erstmal beiseite und, ja, haben damit ein wenig Spaß. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ich glaube, man muss so eine Boxbewegung machen, um... Oder ich weiß nicht, ob man damit auch die Köpfe zerhacken kann oder so, aber wenn man wirklich, glaube ich, das Teil enthirnen möchte, dann ist der Stich wohl die sinnvollere Bewegungsapparatur. So, mach jetzt. Ich will nach Hause. Da sind wir. Perfekt. All right. Dann düsen wir einmal rüber, schmeißen das Loot-Gedöns in den Schredder. Und dann ist die Lampe an. Ist die Lampe an? Nö, Lampe ist nicht an. Also erstmal Loot wegfeuern. Ne, weil da haben wir einiges von. Ich fange mit der Waffe an, würde ich sagen. So, oh, 40 Schuss. Ich muss auch auf jeden Fall Munition produzieren. Gut. Das hier rein, das da rein. Ich tue mal die Glibber-Kollegen nach unten. Hier, selbes Spiel. Zack. Weg. Für später. So, genau. Oh, das sieht so gut aus. Hundefutter. Ja. Ich glaube, 3 davon reichen. Ach, kann ich nicht... Okay. Dann tue ich die hier oben. Das ist meine Zombie-Gedärm... Zombie-Gedärm-Ecke. Das ja, ist schön. Brauchen wir nicht wirklich. Wir machen uns sowieso unsere Waffen alle selbst. Kann ich ja hier mit reinschmeißen. Nur für den Fall. Brauche ich auch nicht. Komm. Alles rein.
Ist gut. Ist gut. Jo, dann würde ich sagen, haben wir das, haben wir das. Geh noch einmal raus. Ach, Muni natürlich. So, ich nehme die aus meinem Rucksack an meinen Gürtel. Das Ball, ja, das... Aber das Ding ist echt super. Also muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall. So, Häschen, ich bin gleich bei euch, ja? Ich bin gleich bei euch. Ja, feine Mäuschen seid ihr. Ja, du, 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 du. So. Ha! Ha! Seht ihr das? Geil. Boah, wisst ihr, was wir machen? Wir machen zwei. Nein! Ich brauche noch scharfe Gegenstände. Ich kann leider nicht zwei machen, aber wir packen es uns ein. So, eine neue Handpistole hatten wir gesagt. Kommt sofort. Munition dafür. Muss ich mir merken, diese Päckchen. So, wie viel haben wir jetzt dafür? 108, das reicht doch, oder? So, mein Bogen, wie sieht der aus? Der ist noch okay. Und ich habe noch einen in Reserve. Das schmeiße ich da auch noch mit rein. Meine Pfeile. 29, 3. Ja, passt. Reicht auch völlig aus. Nichts Spektakuläres. Schmeiß das Ding da rein und dann würde ich sagen, quatschen wir einmal kurz mit Casey. Und hören uns an, was er davon hält, dass ich den Schlüssel habe. Casey, you there? Casey, good news. May said she would give me the key we need. Good news? Hell, tourist. I would classify that as fucking outstanding news. Now look, I don't want to jinx it, but... No, you know what? I'm gonna keep my mouth shut. Best not to risk the jinx. Let's just forge ahead. One step at a time. Okay, so, the part to repair the final pump. Gosh, I don't have much to go on. It's weird. There's been really faint chatter about it on a few channels. It's been nothing but static for months. There's an outpost called Bastion, set up in a heavily defended duplex home. Barricades and optimal sight lines. The Reclaimed currently control it. Now, the place has been a hotbed of conflict between Tower and Reclaimed for a while. From what I'm hearing, that's where it is, so be ready for a shitstorm. Good luck, and hey, keep your head on a swivel. Oh Gott. Leute, wir waren schon mal da in The Bastion. Da ist wirklich eine befestigte, so ein befestigtes Versteck von denen. Und wenn das jetzt von den Zurückgeholten erobert wurde, vorher war es vom Turm, jetzt hat anscheinend die zurückgeholten Gruppierungen sich das erobert und da werden auf jeden Fall gut Kämpfe sein. Boah, wir müssen auf jeden Fall krass gut vorbereitet sein. Deswegen fange ich an, erstmal direkt Pfeile zu bauen noch. Weil die werden uns den Arsch retten. Fuck, ich habe keine scharfen Gegenstände. Okay, hierfür brauche ich keine. Wir bumsen die alle auseinander da. Wirklich. So. Nur fürs gute Gefühl. 38 Sprengpfeile, 34 normale, 7 Lockpfeile. Schauen wir, was der gute Casey noch zu erzählen hat. Hey Casey, how's it going? Oh hey, Tourist. Honestly, I'm a little freaked out. You're always freaked out, Casey. It's who you are. A freak out. No, I'm not always freaked out, Tourist. That's an exaggeration, and you know it. Ah, so ziemlich. Pass dich an oder stirb. Bleib dort unten. Boah, ist beides gut, ne?
Ich sag ihm, er soll unten bleiben. If you don't think you can handle it, you should probably just stay locked up down there. Violence is as much a plague on the world as the dead. Not gonna sugarcoat it. Oh, wow. What great choices. Remain a fucking mole man for the rest of my life, or crawl out of my hole to the surface that's overrun with violent psychopaths and ravenous walking corpses. Ja, entweder man hat das eine oder das andere, ne? Aber Maulwurfmann klingt nach einem Superheld, also... Pff, warum nicht? Sei der Maulwurfmann. Ja, könnte schlimmer sein, ne? Das könnten zum Beispiel, ich sag jetzt nichts. Sonst wird das Video wahrscheinlich gesperrt. Ich sag jetzt nichts, ich antworte ihm, könnte schlimmer sein und den Rest dürft ihr euch denken. Das ist, Fantasie. Could be worse, you know. Oh yeah? I don't see how it could possibly be worse. Die Zombies könnten zum Beispiel Bienen im Mund haben und immer wenn die dich beißen wollen, kommen Bienen raus und die stechen dich vorher und dann wirst du erst gebissen. Digga, ganz einfach. Fühlender Hundehaufen. Er ist ein fühlender Hundehaufen. You could be a sentient dog turd stuck to the bottom of a walker's rotting foot. Doomed to squish slowly in and out of the mud for all eternity. Yeah, you're right. That'd be a pretty shitty deal. You know, I gotta hand it to you, tourist. A conversation with you is always enlightening. Even entertaining sometimes. But, well, that's about all I can handle right now. I'm gonna take a few minutes to myself. I'll talk to you later. Ja, ein fühlender Hundehaufen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Stellt euch das mal vor. Ein fühlender Hundehaufen unter den Füßen eines Walkers. Begib dich nach Bastion. Finde die Pumpen... Was ist los mit dir, Hand? Bleib locker! Finde die Pumpen... Das Pumpenreglergehäuse und finde das Regulierer. Das ist doch dasselbe, was wir schon gemacht haben, Mann. Mann, ey. Leute, ich würde jetzt einfach mal sagen... Wir sind an sich... sehr gut vorgeritten, vorbereitet. Wir haben noch Hand, wir haben alles. Wir haben eigentlich tatsächlich alles. Einzige, was ich machen könnte, wäre noch ein Nutria-Eintopf, aber den kann ich mir morgen früh noch reinziehen. Ich schlage vor, ich lege mich jetzt mit einem von den beiden Mäuschen hier ins Bett, mache ein kleines Nickerchen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Was haltet ihr davon? Und in der nächsten Folge machen wir Folgendes. Alles, was hier steht. Also, bis dahin, liebe Freunde. Ene, mene, mu und raus bist du. Bis dahin, liebe Freunde. Ich leg mich jetzt schlafen und wir sehen uns in der nächsten. War schön, dass ihr da wart.